Oha, noch gar nichts aufgenommen heute. Wir haben mit so einer Plane uns zwischen unseren beiden Autos was gespannt, damit wir ein bisschen Schatten haben hier, weil die Sonne heute echt krass brennt. Da oben hinter mir, unerbittlich, ist richtig, richtig warm, irgendwie 25, 26 Grad oder so. Und der David macht hier gerade Karamell mit Oats. Und dann gibt das so geile Karamellplätzchen. Mmh, haben wir gestern hier schon so eine ganze Packung, so die war halb voll ungefähr und die haben wir vernichtet. Ja, gestern war ein lustiger Abend für die meisten von uns. Ja, für alle. Für alle natürlich. Und Annika und ich, wir müssen gleich nochmal los zur Werkstatt, denn wir haben einen Termin zum Wheel Alignment, also Spur einstellen, weil unser Vorderrad hat sich ein bisschen verstellt, das fährt nicht richtig gerade. Dann zieht der Wagen rüber und der Reifen fährt sich einseitig ab, das ist nicht so gut. Ja, und da haben wir gleich um eins einen Termin, da werden wir schnell hindüsen und danach kommen wir wieder hin zurück. Und dann lohnt sich das auch nicht mehr heute loszufahren, weil wir wollen ja, wenn wir nach Westen fahren, auch jeden Tag ein bisschen Strecke machen. Und dann starten wir also mit unserer Reise in den Westen endlich, finally, morgen. Dann geht's richtig los, dann gibt's wieder richtig krasse Natur, richtig, richtig geile Aussichten und neue Nationalparks, die wir noch nicht erkundet haben. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber jetzt erstmal auf zum Mechaniker. Das Auto ist in der Werkstatt und wir waren gerade beim Kmart, haben uns neue Gaskartuschen geholt, wenn es jetzt in Outback geht. Dann wollen wir natürlich auch immer was kochen können abends. Wäre natürlich blöd, wenn da das Gas ausgeht. Und ich denke mal, im Outback ist das erheblich viel teurer. Und dann haben wir uns noch eine Frozen Coke gegönnt bei McDonald's. Und das Lustige hier ist, die kleine, die mittlere und die große Frozen Coke kosten alle jeweils einen Dollar. David presst sich gerade Zuckerrohrsaft und die Mädels haben beschlossen, dass wir jetzt Wer bin ich spielen wollen. Die Abendsonne brennt unerbittlich. Boah, es ist noch so richtig schön geil warm hier und das mitten im Winter. Echt Leute, so lobe ich mir das. So muss das eigentlich immer sein. Wir waren beim Mechanic, haben 77 Dollar gezahlt. Jetzt sind die Reifen wieder tipptopp in Ordnung. Perfekt. Und morgen früh können wir direkt aufbrechen. Ab in den Westen, geile Natur sehen. Ich bin richtig glücklich gerade. Freue mich schon voll auf morgen. Und jetzt spielen wir ein bisschen Schwachsinn. Wir sind jetzt gerade im Drive-Thru-Bottle-Shop, weil wir beschlossen haben, wir brauchen nochmal einen neuen Sack. Den anderen haben wir ja gestern platt gemacht. Und es ist so, dass du hier einfach durchfährst und er fragt dich, was willst du? Und dann bringt er dir so einen Karton halb mit Huhn und kriegt jetzt hier das Geld für. Too easy, thank you. Thank you. Thanks. Have a good night, eh? You too. Thank you, bye. Bye. Ja, und du und so hast du deinen Wein gekauft in Australien. Total lustig irgendwie. Das ist so genial hier. Und hier steht halt so an den Seiten die ganze Ware. Und super lustig, super freundlich. So genial. Leute.